glaube an eine wehrhafte Demokratie. Das soll die EU auch sein, dementsprechend soll sie sich verhalten. Als kleines Beispiel, was wir schon gehört haben vom Open Gov, ist, wir sind vielleicht nicht unbedingt die Leute, die außerhalb wohnen, aber es ist genauso der Mitbewohner, der ständig betrunken ist und seine Miete nicht zahlt, dass wir den, wenn er gerade stolz betrunken ist, nicht zum Putzplantreffen einladen. Das ist nämlich genau der Punkt, worum es hier geht. Genauso wie ich das verbessert habe, will ich auch generell die super guten Ideen, die wir von Open Government auch verbessern mit unseren Extensions. Da haben wir zwei kurze, zwei lange, alle mechanistisch, alle gehen exakt darum, warum all das, was die gesagt haben, eigentlich auch funktioniert in der Realität. Erstens, dass die EU einem besonderen Risiko ausgesetzt wird als schwarzes Schaf durch ihr Funktionieren, durch ihre Struktur. Zweitens, dass die Stabilität der EU durchs Parlament gefördert, existenziell notwendig ist fürs Wohlsein der Bürger, was nämlich das Hauptziel der EU sein sollte. Drittens, dass politische Diskussionen auf den richtigen Ebenen stattfinden muss, mit den richtigen Leuten, die eine Möglichkeit haben, in ihrem Umfeld durch die Strukturen einen richtigen Diskurs zu haben. Und letztens, dass die Funktionalität, den Backlash, den wir sicherlich ein bisschen haben werden, eindeutig geringer ist als all die strukturellen Probleme, die ihr schafft, worauf wir jetzt eingehen wollen. Zwei Punkte auf Rebuttal, die nicht integriert sind. Erstens, ist es eine legitime Meinung, das geben wir vollkommen zu, nur eben nicht auf EU-Ebene. Einfach. Zweites Rebuttal, Kritik ist nicht gleichzusetzen mit Feindlichkeit. Man kann kritisch sein, die CDU ist kritisch gegenüber der EU-Migrationspolitik, die FDP gegenüber der Regulierungspolitik. Das ist okay, das sind Debatten, die wir wollen. EU-Feindlichkeit ist eine Ablehnung jeglichen Existierens der EU, jeglicher Form, die nicht konstruktiv ist. Das sind Leute, die wir ausschließen wollen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Und genau diese Debatte, das würde ich ja gerne mal hören. Wir hören ja nie von der Seite, was die eigentlich toll im Parlament machen, wie die verbessern, außer dass es so ein Art Stimmungsbarometer ist. Warum wir ein Stimmungsbarometer brauchen, das uns ökonomisch kostet, wirtschaftlich kostet, negative Meinungen in der Bevölkerung verfestigt, das würde ich gerne mal logisch hören. Und diese Seite. Dann haben wir als ersten Punkt, genau, verbessern wir auch. Und zwar auf die weitere Variante, die ich euch erkläre. Erster Punkt, die EU ist besonderen Risiken ausgesetzt als schwarzer Staat. Sehr komplexer Mechanismus, wie die EU funktioniert. Vorteile sind selten mittelbar, sondern langfristig Nachteile direkt zu spüren, weil sie den Status quo ändern. Das ist relativ einfach zu attackieren durch ihre Komplexität, durch Indirektheit. Das macht einen inhärenten Vorteil für populistische Parteien, was wir auch sehen, ob die jetzt in seltenen Ausnahmefällen von links sind, in den allermeisten Fällen von rechts. Und das, denken wir, ist sehr, sehr problematisch. Das ist der Grund, warum die EU sogar noch ein stärkeres Recht hat als andere Demokratien, sich besonders stark zu verteidigen. Zweite kleine Extension. Stabilität ist eine Grundvoraussetzung für die Ziele der EU. Was wir sehen, die EU will es den Bürgern, dass es gut geht. Das ist wirtschaftliche Integration, starke Zusammenarbeit. Wirtschaftliche Integration habe ich nur, wenn ich ein Parlament habe, aber die ist verkackt. Zweite, wirtschaftliche Stabilität kriegen wir halt gerade dann besser hin, wenn wir innerhalb des Parlaments diskutieren können, welche Investitionsanreize schaffen wir. Wie erlauben wir es Leuten, was Gutes zu tun? Wie schaffen wir Investitionssicherheit und Stabilität? Wer möchte denn in ein Land investieren, wo er nicht weiß, ob A, das Gesamtkonstrukt und B, die Investitionsgegebenheiten noch in der Sicherheit existieren würden? Weil jemand, nö, aber für den Großteil der Leute ist Ökonomie das, was ihr Leben existenziell beeinflusst. Das ist ein Grund, wenn es den Leuten wirtschaftlich schlecht geht. Warum gehen denn die Leute in Griechenland mehr auf die Straße als in Deutschland? Warum haben wir denn irgendwie 30% Anti-EU in Griechenland und nur 5% in Deutschland? Das ist, weil es denen dort wirtschaftlich richtig, richtig schlecht geht und die EU dafür verantwortlich machen. Dementsprechend hat die EU ein Interesse daran, dass es den Menschen wirtschaftlich gut geht, weil sonst alle Leute, vielleicht auch zu Unrecht, gegen die EU auf die Straße gehen und das Gesamtkonstrukt aufheben wollen. Deswegen ist wirtschaftliche Entwicklung existenziell und die ist inhärent damit verbunden, dass die Stabilität des Parlaments gewährleistet ist und guter Diskurs dort stattfindet. Für den Sorgen. Dritte Intention, nö, später. So, dann haben wir hier eine politische Diskussion auf den richtigen Ebenen. Die haben die Grundidee, das Leben von Vielfalt, alle sind wichtig. Wir sagen, Online-Trolle sind nicht wichtig in einem Forum. Genauso wie politische Trolle nicht wichtig sind, um zu einem guten Diskurs zu kommen. Warum ist das so? Was Leute häufig an der EU kritisieren, ist A, die Ineffektivität im Parlament. Euer Mechanismus, wie ihr geöffnet ist, schon sagt, sorgt für mehr Ineffektivität durch die reine Blockadefunktion an sich. Das ist schon mal sehr, sehr schlecht. Das zweite Problem, ihr sagt, die 30% rechten oder dagegen Parteien sind ja relativ divers. Überraschung, die 70%, die es nicht sind, sind auch ziemlich divers. Die sind nämlich nicht nur pro EU in ihren Ideen. Und was sie normalerweise richtig gern machen würden, wäre diese unterschiedlichen Ideen auch mal zu diskutieren. Was ihr jetzt allerdings macht, ist, dass diese 70% nur noch die Möglichkeit haben oder primär die Möglichkeit haben, sich gegen die 30% zu verteidigen. Ihr sagt, das macht die Ideen jetzt besser. Wir würden gerne verstehen, warum eine grundsätzliche Verteidigungsposition, du bist sozusagen in der Burg und da sind die Bogenschützen um dich rum, es einfacher machen, die Burg zu verbessern, als wenn du da mit Leuten zusammen um die Burg herum sitzt und alle dran arbeiten können. Das ist doch genau der Punkt. Verteidigung ermöglicht Entwicklung deutlich schwieriger, als wenn du Leute hast, die konstruktiv zusammenarbeiten wollen und es dir ermöglichen, zusammenzugehen. Ja. Warum wird das jetzt gezielt geschwächt? Durch diese ganze Rhetorik der EU-Blockparteien, die auch von der rechten Seite häufig verwendet werden. Dabei ist doch die Logik der EU-Blockparteien in erster Linie gefördert durch die EU-feindlichen Parteien selbst. Wodurch kommt
kommt das jetzt zustande? Weil wir, wenn wir 30% Anti-EU-Parteien haben, die 70% hart zusammenarbeiten müssen. Das bedeutet A, weniger Meinungsvielfalt, weniger Diskurs innerhalb der Parteien. Die haben andere Probleme, wollen sie nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, haben Angst, dann bei EU-Parteien. Die können also weniger, nee, eben nicht. Die müssen ihre Ideen verteidigen gegen andere und das führt zu Vereinigung. Die müssen sich vereinigen unter einem Schirm. Das frustriert die Leute, aber sie das Gefühl haben, dass es keine Meinungsvielfalt mehr innerhalb des EU-Parlaments gibt. Wenn es die nicht gibt, wollen die Leute es auch weniger wählen, wollen sich weniger daran beteiligen. Zweitens führt das dazu, wenn ich nur noch 70% habe, dass eben SPD und CDU grundsätzlich zusammenarbeiten müssen, mehr oder weniger, Konservative und Sozialdemokraten, um Entscheidungen durchzubringen. Das heißt Minimalkonsense. Das heißt Minimalentscheidungen, die die EU nicht weiterentwickelt und die die Leute fundamental frustrieren, die ihnen den Eindruck geben, in der EU ist eine Selbstbeschäftigung, wo keiner mehr was machen möchte. Dabei ist es ja die EU-feindlichen Parteien selbst, die das stark mitfördern. Bitte opening. Was ist ein Zeichen für mehr Pluralität? Ist es das, dass wir eine Meinung haben, die sehr differenziert aufgespalten vertreten wird, oder ist es das, dass wir tatsächlich mehrere komplett verschiedene Meinungen widerspiegeln? Das ist Pluralität. Nee, genau. Wir glauben halt nicht, dass der Rassist und der Kommunist zwingend notwendig sind, um eine Pluralität zu haben. Wir glauben irgendwie von sehr, sehr links bis hin zu irgendwie leicht konservativ reicht das vollkommen aus, wenn wir Migrationspolitik diskutieren wollen. Ja genau, manche sind komplett unkonstruktiv, unkonstruktive Leute wie der Betrunkene auf der Party, werden eben dann ausgeschlossen. So, dann haben wir jetzt Funktionalität als letzter Punkt. Wird die Mündigkeit des Bürgers ein Stück weit angegriffen? Glauben wir schon, das stimmt. Da wird ein gewisser Werkzeug entstehen und das ist ein Stück weit problematisch. Ist ja vollkommen okay. A, verhindert diese Politik dafür, dass solche Parteien wachsen und entstehen. Die entstehen ja in erster Linie durch ihre Achtungserfolge bei EU-Wahlen. Das heißt, in Zukunft haben wir ein Stück weit weniger davon. Außerdem gibt es ein rhetorisch konsistentes Modell zu sagen, die Parteien sind gar nicht so wichtig, zumindest nicht in der EU. Wir verbieten ja nicht auf nationaler Ebene. Aber uns zu erklären, warum Nigel Farage, der nie zu einer Sitzung hingeht, der nie zu einer Kommission der nie in seiner Arbeitsgruppe drin ist, existenziell notwendig ist, das verstehen selbst viele Leute, die grundsätzlich skeptisch der EU gegenüberstehen, nicht. Die sind dann bereit zu sagen, okay, der kann ja auf nationaler Ebene arbeiten, der muss wahrscheinlich wirklich nicht ins Parlament. Und selbst wenn nicht, die wirtschaftliche Realität ist besser. Das beeinflusst die Stimmung der Leute, das ist deutlich einflussreicher. Außerdem, der Diskurs ist besser. Wir haben einen Wahlkampf, in dem nicht plump Anti-EU gemacht wird. Das ist ein narrativer Diskurs, der auch in die Köpfe reingeht. Diese beiden Sachen, der Diskurs und die wirtschaftliche Realität, ist viel größer als jeder Backlash, den sich diese Oppositionsseite ausdenken kann. Aus diesen vier Gründen sehr stolz, Regierungsseite zu sein.